Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Life is Strange Before the Storm. Wir sind immer noch da, wo wir aufgehört haben. Das ist auch bei mir nur einen oder zwei Klicks entfernt gewesen. Deswegen stehen wir mal langsam wieder von der Couch auf. Und ich hatte nicht wirklich Zeit, also ich habe sie mir nicht selber gegeben, um zu überlegen, ob wir erst mit Chloe reden oder ob wir das abhören, was auf dem Anrufbeantworter ist. I'm a little bit hungry. How about you? I'm okay. Können wir hier was zu essen holen? Warum hat der so eine riesige Nase? Nee, wir können ja nichts nehmen, irgendwie was essbar ist. Now is probably a good time to talk to Chloe. Hey, hold on. Are you serious? I don't want my parents to hear that. I've never gotten in trouble like this before. They already know. I saw an email on your parents' computer. Shit. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I'm telling you, it's stupid. Die beiden klingen furchtbar? Welche beiden? Muss es mir erzählen. Also ich würde es gern wissen. Come on. You've gotta tell me what happened. I'm your best friend. Man, none of this would have happened if I had you around. I wouldn't care what anyone said. Sorry. I don't mean it's your fault. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I turned up her Bunsen burner in science, just a little. What? No one got hurt, not even close. You know that I know what I'm doing. Chloe, what do you mean she wouldn't leave you alone? She was making fun of my clothes and calling me a scholarship kid. Es tut mir leid und du kannst es. Ist eigentlich beides richtig, ne? Hey, you can handle this. You're so much cooler than she is. Just to you. Thanks, Max. Okay. Können wir auch nichts mehr mit der Nachricht machen. Also ich bin jetzt im Nachhinein echt froh, dass wir es abgehört haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal darin über, dass wir uns mit ihr unterhalten, oder? Hey, Hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Eigentlich schon. Yeah, I think so. Well, perfect, because now... I'm finished. Check it out. This is so silly. Sind das diese Stifte oder ist das, weil das Papier ist ja schwarz. Ist das so dieses Kratzpapier, was man früher, also wir haben das früher selber gemacht, in dem unten drunter, ich glaube, man hat mit Wachsmalstiften das Bild halt so bunt angemalt und dann oben drüber mit schwarzer Farbe gemalt, den ganzen Kram trocknen lassen und dann konntest du es mit einem kratzenden Ding, einer Schere meinetwegen auch, wegkratzen und hast unten drunter dann so die bunte Farbe durchgucken gehabt. Das gab's aber früher auch zu kaufen für einen recht hohen Preis. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, der ganze Kram. Ich weiß nur, dass wir es dann selber gemacht haben. Oder ist das ein bunter Stift, aber auf der anderen Seite so ein also die Farben, die würden doch gar nicht auf dem Schwarz halten, oder? Hm. Himmel, diese Wunderkugel wird ewig halten. Ach, sie leckt an der Wunderkugel. Ach, ich habe gedacht, das ist die Erde und sie ist im Weltall irgendwo. Süß. Echt süß. This jawbreaker is going to last forever. Just like our friendship. Oh.
Chloe. You were really drawing me that whole time. Whoa, whoa, whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She's already got enough drama from Blackwell. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing. Right? Ich bin dafür, es ihr zu sagen, weil wenn wir es nicht sagen und dann einfach weg sind, ich hab's in den vorherigen Episoden schon erklärt, dass ich weiß, dass es unglaublich hart ist, wenn man von jetzt auf gleich, deswegen. Chloe? Max? I want to tell you something. Okay. My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. Aber warum hast du so getan? Why did you pretend like you didn't know? I don't know. I guess I didn't want it to be true. We were both doing it, weren't we? All that pirate stuff, doing the treasure hunt. Wasn't that fun? Of course, but... Plus, I know you hate this kind of conversation, so I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. Wir besuchen einander, ich mache mir Sorgen. I'm so worried that I won't be okay without you. Hey, stop that. Of course you'll be okay. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Das ist der Tag, oder? Mom? Black flies on the windowsill. We are that we are that we are to know. Winter stole summer's thrill, and the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land, a dark and plumed estate. Hope here needs a humble hand, not a fox found in your place. No man is
can't you see? Oh, maybe you were the ocean when I was just a stone. Black flies on the windowsill. That we are, that we are, that we are the whole. Comfort came against my will. Every story must grow old. Still I'd be a traveler, a gypsy's reins to face. But the road is wearier with that fool found in your place. No man is an island, for this I know. Can't you see, oh, maybe you were the ocean when I was just a stone. So here we are. Maybe this was a dumb idea. I would give anything to be there with you now. It's so hard trying to say what I'm thinking. If I could just see you. But we'll get good at it. Great at it. We'll write and talk all the time. And then you'll come visit and... it'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen. Even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. Goodbye. Das war die Bonus-Episode von Life is Strange Before the Storm. Und ich hab's irgendwie anders in Erinnerung gehabt, dass der Tod, also das Ereignis mit dem Vater erst kommt, wenn sie schon weg ist. Aber vielleicht habe ich das auch irgendwie aus Aussagen, die gekommen sind, in den anderen Spielepisoden nur rausgezogen. Und deshalb
Ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Ich muss sagen, ich hatte vorher, als ich das erste Mal dran gedacht habe, dass das der Tag sein könnte, an dem auch das mit dem Vater passiert, hatte ich richtig Angst, dass das so ist. Weil ich... Sorry für das Quietschen, ich bin gerade auf meinem Stuhl ein bisschen hin und her. Weil ich damit nicht konfrontiert werden wollte mit... Also ich finde schon die eine Sache hart, dieser Trennung der besten Freunde voneinander. Und dann auch noch, was sie mit dem Tod durchmachen musste. Das sind zwei Themen, die mir persönlich sehr ans Herz gehen emotional, mit denen ich aus Erfahrungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe oder so, aber aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, machen musste, schwieriger umgehen kann, weil es schwierigere Erfahrungen waren, was das angeht. Nicht, dass ich damit sagen will, ich mache hier schlimmere Erfahrungen als jeder andere Mensch auf der Welt, aber für mich persönlich waren sie schlimm. Lassen wir es einfach mal dabei, ohne einen Wettbewerb draus zu machen. Für mich waren sie schlimm. Und wenn ich dann solche Spiele oder Filme sehe, Stories und so, dann sitze ich immer da und ja, wie soll ich sagen? Katie Benz von Steph Gingrich, mal kurz, damit ich mich ein bisschen runterfahren kann. Folgt mir tatsächlich auf Twitter. Ich habe mit ihr ein bisschen hin und her geschrieben gehabt, jetzt nichts Tiefes oder so. Aber sie hat meinen Account entdeckt irgendwie, weil sie wahrscheinlich Let's Plays von Life is Strange gegoogelt hat oder so, keine Ahnung. Und hat viele meiner Folgen retweetet und geliked und sowas und haben wir so ein bisschen geschrieben. Und ich glaube, sie ist selber auch eine Streamerin. Ich habe selber noch nicht reingeschaut in einem Stream von ihr. Aber ist eine ultra liebe, süße Maus, muss ich sagen. Falls ihr wollt, sie ist die Stimme von, wie schon gesagt, Steph. Also die junge Dame, die das Tabletop, Pen and Paper, wie auch immer, da spielt. Eine echt Liebe, auf jeden Fall. Allerdings englischsprachig. Logischerweise ist es ja englisch synchronisiert. Wollte ich nur mal gesagt haben. Auf Twitter heißt sie auch Katie Benz, also... Ansonsten könnt ihr auf meinem Account mal gucken, haha, Werbung. Und dort findet ihr sie mit Sicherheit mehrmals. Bei den Life is Strange Folgen. Und dort könnt ihr ja auch auf sie linken, wenn ihr wollt, und mal schauen wollt, was sie so macht. Ja, aber zurück zu dem Thema. Jetzt bin ich auch ein bisschen wieder auf anderen Gedanken und einer anderen Stimmung. Jetzt kann ich, glaube ich, auch weitermachen. Jetzt habe ich allerdings vergessen, wie mein letzter Satz war. Wieder mal unglaublich emotional, dieses Spiel, und hat sich auch immer mehr zugespitzt. Ich hab immer bei diesem Spiel das Gefühl, dass es irgendwie, besonders jetzt bei Before the Storm, dass es so gut in mein Leben reinpasst, in meine Lebenssituation, in Sachen, die ich durchgemacht habe, gesehen habe, selber gespürt habe. Aber vielleicht ist das auch sowas wie beim Horoskop, es passt einfach auf viele Leute, weil viele Menschen das durchmachen mussten. Aber das Spiel trägt mich aktuell durch eine schwierige Zeit, sag ich mal. Möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, ich wollte es einfach nur gesagt haben. Und ja, es ist auch gleichzeitig ein gutes Gefühl zu sehen, das klingt jetzt dumm, aber nicht allein zu sein damit. Und wenn es auch nur eine ausgedachte Geschichte ist, irgendwoher kommt's. Eventuell sind da auch ein paar wahre Sachen im Hintergrund dahinter. Das weiß ich nicht, darüber habe ich mich zu wenig informiert. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass es bei den Storyschreibern der Fall ist. Zur Wertung des Spiels. Wie schon gesagt, ich habe Angst gehabt, dass die letzte Episode, die Bonus-Episode, darauf hinausläuft. Ich bereue es nicht, sie mir zugelegt zu haben. Ich fand sie wirklich schön, sie hat unglaublich Spaß gemacht. Genau wie das ganze Spiel Life is Strange. Ich habe die Frage von Dark Underwood in den Kommentaren auch bekommen, fällt mir gerade ein, ob ich Life is Strange 2 spielen werde. Ich würde es sehr gerne. Aktuell habe ich finanziell aber nicht die Mittel dazu, mir das Spiel zu holen. Das heißt, ich muss noch eine Weile warten, aber ich habe auch eine volle Steam-Bibliothek. Also ich werde nicht an Spielen auslaufen, sagen wir es mal so. Sondern ich werde jetzt als nächstes wahrscheinlich mir The Walking Dead endlich vornehmen. Ich wollte es ja eigentlich schon im August, wenn es rauskommt. Aber dann kamen viele Dinge dazwischen, die das verschoben haben. Und
Nun kann ich es aber jetzt in Angriff nehmen. Dann möchte ich auch gern noch The Journey Down zu Ende spielen. Ist ja jetzt auch das letzte Chapter ins Deutsche übersetzt worden. Und dann mal gucken, ich habe Bock auf Siberia, alle drei Teile hintereinander. Ich möchte endlich Memoria spielen, nachdem es mir, glaube ich, vor 4 Jahren angefragt wurde, ob ich es spielen kann, 3 oder 4 Jahren. Das endlich zu Ende bringen mit der Satinavs Kettenreihe. Ich möchte Silvio spielen. Ich möchte andere Telltale-Sachen, den Minecraft Story Mode. Ich möchte Borderlands spielen. Ich möchte Bioshock durchspielen. Ich möchte Fallout mir anschauen und so weiter und so fort. Ich habe aktuell wieder mehr Zeit. Zeit für meine Sachen, mich und alles um mich herum. Und ich quatsche hier schon wieder voll aus dem Nähkästchen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo mal deutlich gesagt habe, aber ich komme aus dem letzten Jahr auch aus einer Burnout-Zeit raus, in der ich mich zu sehr auf meinen Job nicht konzentriert und fokussiert habe, sondern zu viel Zeit in diese berühmte Work-Life-Balance falsch einsortiert habe und dadurch dann einen Durchknaller hatte, um es mal kurz zu beschreiben. Und dem will ich entgegenwirken, indem ich aktiv sage, hey, das ist meine Arbeitszeit und nach der bin ich dran. Und dann möchte ich Sachen tun, die mir Spaß machen, wie zum Beispiel diese Spiele spielen. Ich habe durch die Vorkommnisse, die in den letzten Monaten passiert sind und durch meine Tiefzeit, die ich da hatte, keinen Spaß mehr an irgendwas gehabt. Das ist vielleicht mehr ein Thema für ein komplett anderes Ding als hier die Credits von dem Spiel. Aber ich versuch's mal kurz auszuführen. Ich habe keinen Spaß mehr an irgendwas gehabt. Keinen Spaß mehr an meiner Musik, nicht mehr am Schreiben, nicht mehr am Malen, nicht mehr am Spielen, eigentlich nicht mehr wirklich am Existieren selbst. Und ich versuche das gerade wieder aufzubauen. Und dieses Spiel hilft mir oder hat mir dabei auf jeden Fall geholfen, weil es unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also liebe Leute, es bietet emotionale Unterstützung. Wie auch den ersten Life is Strange Teil kann ich komplett den zweiten genauso empfehlen, ohne irgendwelche Absprüche. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil Nachfolger ja meistens einen negativeren Ruf haben oder der Teil 2 eigentlich selten an den Teil 1 rankommt. Ich glaube, der Vorteil hier war, dass Teil 2 und 1 zwar zusammengehangen haben, aber doch zwei unterschiedliche Stories erzählt haben, die Vor- und Nachgeschichte, je nachdem, beziehungsweise die Vorvorgeschichte dann auch noch. Und das hat es, glaube ich, dazu gebracht, dass die Teile qualitativ keinen Unterschied für mich zumindest geboten haben. Also beide auf dem gleichen hohen Niveau, würde ich damit sagen, jetzt nichts Negatives. Ich bin gespannt, ob der andere Life is Strange Teil, der zweite, also der wirklich zweite, der aus dem anderen Universum kommt, mit diesem kleinen Superhelden. Ich habe mir noch nicht viel dazu angeschaut, auch mit Absicht, damit ich nicht zu hart gespoilert werde. Ob der hier dran anschließen kann und wie schon gesagt, ich würde es mir sehr, sehr gern angucken, aber momentan ist das Geld dazu nicht da. Aber das heißt ja nicht, dass wir es uns nicht in der Zukunft angucken können. Ist natürlich dann der Nachteil, von den Klicks her, sage ich jetzt mal so offen, wie es ist, weil alle anderen Leute haben es vermutlich jetzt schon fast durchgespielt, wenn alle Episoden draußen sind. Ich habe nicht mal das verfolgt, um ehrlich zu sein. Und dann komme ich irgendwann ein Jahr später und sage, hey, jetzt spiele ich es auch. Aber ich muss sagen, ich verdiene mit dem Channel weder Geld noch irgendwas anderes, sondern ich mache das alles nur, weil es mir Spaß macht und weil ich Spaß am Spielen und Spaß am Interagieren habe und Leute kennenlernen, die in meine Kommentare schreiben, mit denen ich vielleicht sogar näheren Kontakt aufbaue und man sich kennenlernt und so weiter, sodass es für mich nicht wichtig ist, wie viele Klicks ich habe, obwohl ich mich natürlich über mehr Klicks sehr freue, ne? Das will ich überhaupt nicht irgendwie absprechen oder sonstiges. Und huch, da sind wir ja ein bisschen hart übergegangen wieder in den Startbildschirm. Ich will damit nur sagen, ja, ich werde den Teil spielen, aber ich muss erst mal gucken, wann ich das Geld dafür zusammen habe. Aktuell gehen andere finanzielle Sachen vor, wie meine Miete zum Beispiel. Oder, was halt sonst noch dazu kommt. Mir hat es, wie ich glaube, bei eigentlich jedem Spiel am Ende immer sage, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann hier keine Abstriche machen. Unglaublich tolles Spiel, tolles Team. Ich war begeistert von Anfang bis Ende. Hab wieder emotional sehr, sehr viele Höhen und Tiefen mitgenommen. Und kann das eigentlich nur jedem empfehlen.
das Spiel sich zuzulegen und das auch mal selber zu fühlen, selber seine Entscheidungen einzubringen und zu gucken, wie sich das Leben in Life is Strange verhält dazu. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs alternative Wege aufzeigen, wo wir gerade bei alternativen Wegen sind. Ich habe ein Gerücht gehört, dass es wohl irgendwie möglich ist, dass man Rachel mit ihrer Mutter am Ende von Episode 3 zusammenbringt. Ich weiß aber nicht wie. Ich habe mich darüber noch nicht informiert, weil ich immer dachte, wenn ich mir das anschaue, dann spoilere ich irgendwas mir selber. Auch für die Bonus-Episode. Deswegen habe ich es mir, wie schon gesagt, noch nicht angeschaut an der Stelle. Aber vielleicht hat es jemand von euch geschafft und falls ihr das Gerücht noch nicht gehört habt und es trotzdem interessant findet, vielleicht wollt ihr auch selber nachforschen. Irgendwie soll es angeblich möglich sein. Ich habe Szenen gesehen dazu und dann habe ich es schnell weggemacht, weil ich, wie schon gesagt, keine Spoiler wollte. Ja, wie dem auch sei, lasst uns gemeinsam forschen in unseren eigenen vier Wänden. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Let's Play wieder, sei es Dress Up Rush oder irgendein anderes Spiel oder vielleicht sogar The Walking Dead. Was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren, dabei sein und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.